Ich denke, in meiner ganzen Karriere bin ich wahrscheinlich physisch nie die talentierteste Athletin gewesen. Körperlich hatte ich gar nicht die Voraussetzungen, um das alles zu erreichen, was ich erreicht habe. Ich glaube, viel von meiner Kraft oder ein Großteil von meiner Kraft war einfach auch das Mentale, dass ich dort weiter bin oder stärker als andere. So rückblickend als Kind habe ich von mir das Bild von einem kleinen, ungelenkigen Kind. Einfach, wenn man so in der Schule Gruppe gewählt hat, ist am Schluss noch die Tasche übrig geblieben. Und dann hat der Lehrer gesagt, und ihr nehmt noch die Tasche. Und ich glaube, es wäre vermessen gewesen, zu denken, aus der Tasche wird mal etwas. Als junge Person habe ich gedacht, so, Disziplin. Diät. Ich habe eine Woche lang Joghurt gegessen und Äpfel. Ja, und Ende Woche habe ich gefunden, jetzt hast du so lange diszipliniert gesehen, jetzt ist am besten gerade zwei Tafeln Schoki aufs Mal. Weil dann ist ja wieder mein Frust vorgekommen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich im Geschäft den Toni triff. Und der Toni sagt dann zu mir, aber Fräulein, wenn Sie abnehmen wollen, dann müssen Sie doch zuerst einmal anfangen essen. Und dann habe ich gefunden, boah, perfekt, ich liebe ihn. Und dann hat der Toni natürlich ein Aber hinten angebracht und er hat dann gesagt, aber es ist wichtig, dass ich sich ein bisschen bewege. Ja, nachdem ich so ein paar Mal gejoggt habe und wir wieder mal so miteinander geredet haben, hat er gesagt, ich gehe am Wochenende mit meinem Kollegen um den Hallwilersee. Und dann habe ich so voll begeistert gesagt, ja, ich jogge jetzt auch, ich komme jetzt mit, oder? Und auf jeden Fall ist es gekommen, wie es halt damals noch so ein bisschen meine Art war. Ich bin zu spät am Hallwilersee angekommen. Und die Männer haben gedacht, sie hat sich wahrscheinlich richtig überlegt, sie kommt nicht. Und die sind losgejoggt. Als ich an den See angekommen bin, habe ich das erste Mal so über den See rübergeschaut. Und habe gedacht, Mann, das ist mega weit. Aber ich habe mir nicht effektiv vorgestellt, wie viel Mal dass ich hin und her laufen müsste, bis ich wirklich 20 hatte. Also ich habe gefunden, 20 Kilometer um den See herum, die machen das, ich mache das. Es war für mich gar keine Frage gewesen, ob ich das kann. Als ich dann so oben am Hallwilersee angekommen bin und dort durch das Moor laufe, ich hatte dort eigentlich schon nicht mehr mögen. Aber auf eine Art hat es mir einfach auch gefallen. Also ist eigentlich nur die Option übrig geblieben, dass ich gesagt habe, so komm, jetzt machst du es fertig, hast es angefangen, jetzt laufst du wieder führen. Ich denke, der Tag hat mein Leben insofern verändert, als dass es für mich selber eine Bestätigung war, dass ich etwas kann. Und ich glaube, der Tag ist auch für Toni etwas passiert, dass er gemerkt hat, wow, die hat einen Fokus. Die Frau, wenn sie etwas will, dann bist sie es durch und macht es fertig. Als Athlet habe ich mich immer ein bisschen verglichen mit einem Baum. Und zwar hat mein Baum nicht mit einem Baum angefangen, sondern mit einem Sömli, dort, wo ich anfing zu joggen. Und dann ist das ein Pflänzchen geworden und das Bäumchen ist gewachsen. Ich bin erste Schweizer Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Der Baum ist immer grösser geworden und immer stärker. Er hat auch verblühen. Und ich glaube, 2007 war das Jahr, wo ich im Frühling wirklich richtig geblüht habe. Und mit diesem guten Gefühl bin ich auf Hawaii. Ich wusste, das wird das Rennen von meinem Leben. Und ich habe mich von dem Moment an, wo der Startschuss gefallen ist, auch befreit gefühlt dürfen in dem schönen Meer schwimmen und habe das richtig genossen. Ich bin aufs Velo gesessen und ich wusste, jetzt kommt meine Paradedisziplin. Vollpower, Vollgas. Und plötzlich aber fühle ich mich in einer Situation erwachen, wo ich zuerst gar nicht wusste, wo ich bin. Und ich merke, ich liege auf dem heißen Asphalt und ich wusste nicht, was passiert ist. Wir sind zurück in die Schweiz gegangen und dann ist die verheerende Diagnose gekommen. Ich habe eigentlich gemeint, es ist mein Schlüsselbein, das gebrochen ist.
Und dann haben die Ärzte das genauer abgeklärt und haben gesagt, Natascha, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, das Schlüsselbein ist ganz und ich, ja, super, dann gehe ich. Und dann haben sie gesagt, dafür ist alles andere kaputt. Und das ist mehr als nur eine Verletzung. So eine gravierende Verletzung haben wir noch gar nie gesehen in einer Schulter. Du hast mehrere Verletzungen und wir müssen dir sagen, du wirst nie mehr schwimmen können. In dem Moment bin ich fast schlimmer schockiert gewesen, als beim Sturz. Ich habe von zittern und ich wusste, das wollte ich nicht wahrhaben. Und man hat die Operation gemacht. Es sind beide Schultern kaputt gewesen, darum konnte ich das Velo nicht mehr steuern. Ich mag mich gut erinnern an den ganzen Reha-Prozess. Ich konnte am Anfang das nicht mehr machen. Und wenn halt die Aufgabe war, dann mache ich das einmal am Tag. Dann habe ich es halt alle Stunden gemacht. Und schlussendlich, das positive Fazit, das ich dann hatte, ist, wenn ich lernen muss, frisch essen, wenn ich diese Bewegung nicht mehr kann, wenn ich meine Tränen nicht mehr wegputzen kann, dann kann ich nämlich auch die Bewegungen vom Schwimmen nicht mehr. Und das gibt mir die Möglichkeit, die Bewegung richtig zu lernen. Und darum kann ich heute so schwimmen, was ich früher noch nicht konnte, weil dann bin ich immer so geschwommen. Also eigentlich, das Positive daraus sehe ich, ist, dass ich Bewegungen perfekter durfte lernen. Auch wenn nicht mehr ganz alles gleich ist wie vorher. Was ich in den letzten 30 Jahren Sport gelernt habe, ist, dass Sport etwas ist, das definitiv glücklich macht. Es kommt aber darauf an, wie man es anschaut, wie alles im Leben. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, nicht die Beste zu sein, sondern dass es wichtig ist, mein Bestes zu geben. Das ist ein guter Ratschlag, den ich allen weitergeben möchte. Es ist egal, ob das im Beruf ist oder im Leben. Zufriedenheit ist ein grosses Glück, aber es ist an einem ganz kleinen Ort. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich ein Lächeln schenke, ein Lächeln kostet nichts, es ist so einfach, aber ein Lächeln ist etwas von den wenigen Sachen, die sich vermehrt, wenn man es teilt.